und zurück bei Lord of the Rings mit Sauron. Nee, bei Lord of the Fallen. Und ihr seht, ich bin nochmal hier hin. Achso, ich bin schon fast tot. Aber der nicht. Aufpasst. Wenn der nicht aufpasst, wird man ganz schnell tot. Wenn der so unbedarft rangeht, könnte vergessen, ne? So richtig am allerwertesten. Wie gesagt, das verstehe ich noch nicht so richtig, wie das mit den Erfahrungspunkten ist. Schaut mal hin, wir haben jetzt 3728. Achso, ne, die haben wir aufbewahrt. Wir haben jetzt 1792. Also, wir kämpfen nochmal gegen die Spinne da draußen, ne? Und ja, warum ich hier bin, weil wir müssen noch durch die eine Türe. So, pass auf. Wie viel? Jetzt schauen wir noch mal rein. 2002. So, und jetzt gehe ich hier einfach ran, ne? Wir haben 2002, ich verstehe es nicht. Was ist das, warum das ein Nachteil sein soll, wenn ich hier... Wenn ich hier rangehe. Das ist mir zu hoch. Das ist mir echt zu hoch. I don't understand. So, wir... Gehen da unten mal in die Türe rein. Ich glaube, hier müssen wir durch. Nee, mein Freund. Hier wäre dein Durchgang. So, weil das würde mich ja nochmal interessieren, was hier drin ist. Ist ja blöd. Wenn man nur einmal drauf drückt, ne? Das hätte ich natürlich nicht bedacht. Ich habe gedacht, das geht irgendwo raus oder sonst wohin, sonst wäre ich schon gleich rein. So, was haben wir hier? Kutsche. Übrigens, was wir bekommen hatten das letzte Mal war. Ich zeig's euch. Wo ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, welche Axt das war die hier. Die Axt hier. Wir können sie zumindest mal, wenn wir sie uns mal anschauen. Ist natürlich noch langsamer. Und Machten die eigentlich mit drei Schlägen hintereinander? Eins. Zwei. Und dann macht er nichts mehr. Weil die Ausdauer weg ist, ne? Was war das für ein Blutgier, ne?
Oh. Zweihändig? Der macht drei Dinge, schaut, weil er genug Ausdauer hat. Eins, zwei. Okay, das war aber eine andere. Eins, zwei, drei. Yes, hat's wirken. Und aber eigentlich ist das coolste Schwert das da hier. Fehlt uns allerdings ein bisschen Energie. Vom Gewicht her ist es jetzt gar nicht mehr so schlimm. Eins, zwei. Mehr kriegt man nicht hin mit dem. Eins, zwei. Außer. Aber da macht er auch keinen besonderen Schlag, ne? Schaut mal hin. Und ich mache eins, zwei und. Das macht, da macht er nur noch so einen Aufwärtshaken. Aber das ist so ein bisschen so. Das könnte ich auch so verwenden und könnte es aber auch als zwei Hände verwenden. So, wir schauen mal, ob wir hier noch was vergessen haben. Nicht wirklich. So, jetzt müssen wir wieder zurück, ne? War hier drin noch was? I don't think so. So, dann gehen wir hier rauf. Hier könnten wir runter. Sind wir das letzte Mal da gleich runter? Boah, das ist so verzwickt. Ne, wir sind hier rüber. Schaut mal hin. Hier rüber sind wir. Und was haben wir hier unten gemacht? Oh, der kann gut ab. Ich glaube, wir waren noch gar nie hier unten. Ne, hier unten waren wir das hier noch nicht. Verrückt. Schaut hin, da ist nämlich noch was. Ah, wieder menschlicher Schädel. Hätte man den beinahe vergessen. Was ist das hier? Ist wahnsinnig viel, ne? Hier unten zum Erkunden. Boah, es geht noch weiter runter. Ne, dann schauen wir erstmal. Denkt mal dran, dass wir hier noch weiter runterkommen. Und hier kommen wir rauf. Oh man, really? Einfach zu viel des Guten. Hier ist der Höllenschlund. Wisst ihr Bescheid, ne? Der Höllenschlund. Ne, hier geht's gar nicht weiter. Gehen wir erst runter oder gehen wir mal rauf? Wir schauen erst mal, was... Oh. Hier geht's auch rauf. Aber wohin? Bis. Okay.
trotzdem ein bisschen was, ne? Bei denen, der. Da müssen wir leider ein bisschen Wegzoll bezahlen. Aber da ist echt einiges noch, ne? Dass wir jetzt. Dass ich beinahe gar nicht mehr. Dass ich gar nicht mehr mitbekommen hätte. Halt, da ist jemand. Der Wahnsinn. Das ist ja eine blöde Spinne. Die uns richtig gefährlich war. Nein! Oh je, da müssen wir nochmal zurück. Wir müssen unsere Energien holen. Da ist es ja böse. So, dann wollen wir hier gleich mal ein bisschen Nägel mit Köpfen machen. Sehr schön. Die Spinne ist echt ein blödes Ding, ne? Da ist Sheridan. Wow. Die Spinne ist echt, da müssen wir gleich wieder raus. Den wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay, haben wir den auch mal wieder gesehen. Am liebsten gefällt mir tatsächlich der Rammeister. Whoopsedei. Es war der so runde, ne? Hier sind so kleine Bösewichte, richtig? Ne, hier nicht. Hier drin brauchen wir erstmal nicht. Denke ich. Hier werden die kleinen Bösewichte. Wieso haben die uns trotzdem noch einen weg? Gibt's ja gar nicht. Ich habe die mit einem Schlag niedergemacht. Und trotz alledem. Ö. Achso, ja. Okay, dann also hier runter. Musste mich nochmal treffen, ne? Der Idiot. Hat ihr mich da hinten auch schon gesehen? Traurig, traurig, traurig. Ja, da will man natürlich dann zu schnell vorbei, ne? Ist natürlich klar. Und wo sind wir von hier jetzt hin? Hier rindern. Und dann rauf, richtig. Hier hin. Und rauf. Ne? Und dann bei der oben. Hier. Na klar. Kommst du, oder? Ich. Das müssen wir wissen. Getroffen.
Munition. Ah, ich habe nicht getroffen. Okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Also, halt. Raus. Das war's schon, ne? Der Raum. Der Raum der Ängste. Lalala. Wo ist die blöde Spinne? Oder kommen die erst, wenn ich reingehe? So richtig. Blödes Viech. Du sollst... Ja, meine Ausdauer. Okay. Das wird besser gelöst. Lebende Legende. Jetzt kommen wir wieder in den schweren Bereich. Na, wir schauen mal, ob der schwere Bereich gut ist oder nicht. Sagt uns gleich das Licht. Lebende Legende. Ist natürlich ein Gewicht, ne? Aber was soll's. Batsch. Das nenne ich auch ein Helm, ne? Ist kein Sauron mehr, aber ein Helm. So, weiter. Gewicht. Kriegen wir das noch hin? Nee. Ist zu viel. Nee, ist nicht zu viel. Das passt noch. Wow. Ich hätte schwören können, dass es zu viel ist. Okay. So, und was haben wir hier noch? Gewicht 4? Ah, das passt aber nicht mehr. Die Balance geht halt schön rauf, ne? Und was ist, wenn wir den wieder austauschen mit dem Harmoniehelm? Der war ja super. Ich meine, okay, es gibt uns ein bisschen weniger Rüstung, aber unser Gewicht ist in Ordnung. Und dann können wir... Oder eher die Schuhe. Wäre mir beinahe sogar lieber. Was haben wir jetzt noch? 3, 3,5. Das reicht nicht, ne? Haben wir gesagt. Weil es 4 ist. Oh man, gerade 4, oder? Ach ne, es passt. Wieso das? Das verstehe ich nicht. Ich kann nicht rechnen. Ich kann nicht mehr rechnen. Ich habe doch aber Gewicht von 4 gehabt. Was heißt drum? Dann ist alles gut. Vielleicht, wartet mal, wir schauen mal, ob vielleicht dann doch der Helm geht noch. Aus irgendeinem blöden Grund raus. Der geht nicht. Dann wird Saurons Helm uns weiter begleiten. Passt ja auch, ne? So, wie siehst du aus, mein Freund? Yeah. So muss das. So muss das. Jetzt
bist du wieder in schwerer Rüstung unterwegs, wie sie's gehört. Panzer. Man kann natürlich dazwischen mal sein Schild benutzen. Eine versiegelte Rune. Was habt ihr denn hier zu bieten? Stehst du nochmal auf? Manche stehen dreimal auf. Verrückte Welt hier. Sex nicht gern. Ein Griffdolch? Ja, der hat für uns so gar keine Auswirkung. Oder wo ist denn der eigentlich? Griffdolch. Der ist doch nicht bei Waffen, oder? Oh, der, schaut mal hin. Der ist gut. Der hat gerade mal zwei wenige. Was sind das? Nummer 6. So ein kleiner Dolch. Na gut, aber von der Reichweite her. Ne, wir lassen wir uns. Aber ich suche mir so. Ne? Der hat gerade mal zwei Schaden weniger als der, das. Die Feuerklinge hier, die mich mehr als beeindruckt. So, hier jetzt wird komplett die Orientierung verloren. Okay, sprechen wir drüber. Oh. Neue Türe. Ist hinter der Tür, ne? Jetzt nicht der Wiss. Na gut. Mach's auf. Ja, ich höre dich. Nein, ich wollte was anderes machen. Nein, ich wollte was anderes machen. Oh, testen, verpixeln. Das ist mir jetzt erstmal wieder meine... Nee, das nicht. Nie. Das hier. Brauche ich. Ja. Perfekt. Ach so, das ist ein Portal. Oh, Portale. Oh, ja, das ist zwar schön und nett dazu, aber heute nicht. Weil wenn wir da sterben, dann habe ich ein Problem. Aber ob ich das jemals wieder finde. Hier wäre schön, wenn noch irgendwo in der Nähe ein Speicherpunkt wäre. Ne? So ein neuer. Das wäre natürlich der Traum schlechthin. Aber was ist das hier? Das sieht groß aus und böse. Sehr groß und böse. Böse.
Gut, den haben wir. Das da drüben sieht vielversprechend aus. Hier. Wo ist denn das? Ja, doch nicht so ganz so vielversprechend. Mist. Rad! Gerade wenn ich mein Schild wieder nach oben, dann haut der natürlich zu, ne? Logisch. Oh, hier geht's auch nochmal raus. Oh, es ist ein weit verzweigtes Ding hier. Schön wäre hier ein Speicherpunkt. Was ist da unten für Feuer? Ach, das hat er hingeworfen. Der Bösewicht. Nett. Ich hätte halt gern einen Speicher. Oh, es ist weit verzweigt, oder? Ich blick hier so überhaupt und gar nicht mehr durch. Wo wir hergekommen sind, wo wir hin müssen. Hier waren wir aber tatsächlich schon. Schaut her. Ach, hier sind wir von der anderen Seite hergekommen. Oha. Ist da nicht hier irgendwo denn auch der Speicherpunkt? Ist der nicht hier oben? Das wäre natürlich ein Traum. Oh, yes. Aber uns ist nie eine entgegengerammelt hier. Kann ich mich nicht entsinnen. Da kann ich mich echt nicht entsinnen. Hier ist kein Speicherpunkt. Also hier waren wir noch nicht, das weiß ich. Noch ein menschlicher Schädel. Wofür brauchen wir denn die menschlichen Schädel? So, hier drüben wäre noch jemand. Boah, nee. Wirklich. Gut. Schaffst du es auf die Entfernung? Nee, hier waren wir noch nicht. Ich sag's nicht gern. Wo kommt schon wieder jemand? Heute bin ich auf dich draufgetreten. Dann tut's mir wirklich leid. Oh. Nein. Nein, geh nicht wieder weg. Ah, oh, ist das ein Idiot. Okay. Okay. Null Erfahrung. Die müssen wir uns zurückholen.
Heißt es denn eigentlich, wenn ich jetzt daran gehe, ist die Erfahrung weg? Oder warte mal, wir haben noch so einen Geisterstein. Moment, jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir haben doch so einen Geisterstein. Den würde ich jetzt tatsächlich Geisterruf. Bring deinen Geist und dessen gespeicherte EP sofort zurück. Das will ich jetzt. Moment. Also pass auf. Geisterruf. Und bring bitte zurück. Oh, danke. So, dann schauen wir uns das Ding mal an. Ja, jetzt ist die Frage, in was wir investieren. Das bringt uns denn eigentlich mehr Gewicht? So attributstechnisch. Sondern verbessert auch leicht eine Fähigkeit, schwere Ausrüstung zu tragen, ne? Also, los geht's. So richtig. Denn jetzt könnten wir wahrscheinlich, wir schauen mal, nicht ganz. Na, warte mal, können wir noch mal? Oder wissen eigentlich Gesundheit, Magie? Ich würde meinen Ausdauer noch gehen, übrigens. Denn jetzt passt unser Gewicht wieder. Und außerdem ist es super, wenn wir ein bisschen mehr Energie haben. Wir haben hier ein bisschen was rein. Zauberpunkte. Wo können wir das? Wo können wir Zauberpunkte investieren? In RAM hätten wir noch gern, ne? Ach so, das Level. Wie steigt denn das Level auf? Haben wir kein Level. Okay. Rage. Erdbeben. Gebet haben wir. Was haben wir eigentlich noch? Wieso? Wieso können wir eigentlich Trost hier nicht machen? Geht nicht. Okay. Hier auch nichts. Hier können wir nichts machen. Ach, hier! Wo ist, wir sind Level 41? Und wieso Level 18? Das ist mir zu. Harkin, Level 41. Das müssen wir jetzt mal schauen. Nächstes Level 18. Das ist blöd irgendwie, oder? Ich würde gerne in den Dreier investieren. Aber warum geht's nicht? Ach, wartet mal. Vielleicht. Ne, geh doch mal rein. Glaube. Wir müssen Glaube auf 18 machen. Ja, das ist es. Hier. Das muss auf 18. Das ist der Schlüssel zum Glück für RAM. Alles klar. Wir sind bescheiden, ne? Okay. Ich sag der Welt ciao, ciao. Nee, wir brauchen. Ihr wisst hoffentlich, was wir brauchen. Hä? Wir brauchen. Wir brauchen Heiltränke. Vielleicht muss man hier den Heiltrank ausgewählt. Ach ne, hier. Oh, ich habe schon gedacht. Ups. Ich habe schon gedacht, das hat den Heiltrank nicht aufgefüllt. Alles gut. So. Dann können wir das nächste Mal weiter. Nur gut, weil jetzt nochmal das Ganze durchlaufen. Ich meine, wir laufen sowieso nochmal durch. So ist es nicht.
Weil wir haben noch so viel unentdeckt, ne? Wahnsinn. Aber man muss halt immer sich nochmal durch die Monster durchkloppen. Ne? Auf der anderen Seite gibt es natürlich Erfahrungspunkte und ist für mich als eher schlechter Spieler natürlich besser. Ne? Ciao, ciao.